seid nicht der Typ, der sagt, oh, please let me play Ash. Give me Ash, please give me Ash. Ahoi, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wundervollen Kanal mit mir, dem Captain. Ich möchte mir mit euch heute ein ganz besonderes Thema angucken, und zwar geht es um Operator. Wir haben mittlerweile 3 Operator und dafür hat Ubisoft uns ein Tool zur Verfügung gestellt. Das gibt's auch schon etwas länger, glaube ich. Ich bin jetzt durch Zufall mal wieder drauf gestoßen und ich fand's ganz interessant, nämlich wo du durch einen Fragebogen geführt wirst, wo du ein paar Fragen gestellt kriegst und je nachdem, wie du antwortest, kriegt man den richtigen Operator ausgespuckt. Zumindest nach Ubisofts Vermutung. Ja, das gucken wir uns gleich mal an, diesen Fragebogen. Ich werde euch auch den Link irgendwo unten im Video nochmal verlinken, nochmal reinpacken. Dann kann jeder diesen Test auch gerne mal selber machen. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Okidoki. Ihr seht schon, das ist die Seite. Hier sehen wir schon Fragebogen starten. Das ist das, was ich meinte. Hier können wir nochmal alle Angreifer sehen, die es aktuell gibt, auch mit Infokarten. Es gibt allerdings nicht nur diesen Test, den wir jetzt gleich machen werden. Es gibt nicht nur diesen Fragebogen, sondern man muss sich auch immer so ein bisschen überlegen. Wir sprechen von Fraggern, wir sprechen von Ankern und wir sprechen von Supportern. Das sind so im Prinzip die drei wesentlichen Rollen, die es gibt in Rainbow. Je nach dieser Rolle, mit der man sich selber auch am wohlsten fühlt, das ist auch Inga so ein bisschen so eine eigene Sache. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man darauf mal achtet, was klappt eigentlich bei mir besser. Und wenn man dazu noch eben dann die passenden Operator findet, kann das natürlich ein enormer Vorteil sein. Auch das hier ist nochmal ganz interessant. Man kriegt hier schon je nach Spielstil, und wir haben ja nochmal einiges mehr als diese wesentlichen drei Umherstreifen, ne? Also die typischen Rumor, Stärkung, Schild, Anti-Schwerer Durchbruch. Wenn man hier Anker auswählt, kriegt man schon gleich die Operator angezeigt, mit denen man angenehm als defensiver Spieler quasi das Objective halten kann. Das Ganze gibt es natürlich für Angreifer und Verteidiger. Da kann man im Prinzip die T-Hunts mal in der Reihe nach mit diesen Leuten durchgehen und ein bisschen rumexperimentieren. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Also jetzt, wenn hier der Massenkontrolleur Main kommt und sagt, oh, was nehme ich denn? Hat er hier seine 6 Operator-Vorschläge. Und von 6 wird mindestens einer dabei sein, wo er sagt, jo, das ist der Operator, nach dem ich gesucht habe. Also, sehr, sehr coole Sache, definitiv schon mal, um seinen Operator zu finden. Wie gesagt, checkt's mal ab. Mich würde auch interessieren, ob ihr dadurch vielleicht sogar neue Erkenntnisse rauskriegt für euch, für euren Spielstil. Falls das so ist, schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Wir machen einfach mal diesen Fragebogen. Die Fragen sind immer dieselben. Es sind 1 von 4 Fragen, also könnte man theoretisch wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr ausbauen. Das wäre auch so das, was ich so ein bisschen daran bemängeln würde. Es ist alles so ein bisschen oberflächlich, also man könnte da natürlich noch viel, viel mehr tiefergehende Fragen stellen. Aber so für den ersten Eindruck finde ich, ist es eigentlich ein ganz cooles Tool. Ja, lass uns einfach mal reingucken. Also die erste Frage wäre, welche Taktiken bevorzugst du in Siege? Reines Können, sonst nichts. Wissen ist Macht, ich weiß, wo meine Gegner sind und sie wissen nicht, wo ich bin. Ein gutes Setup, gut platzierte Fallen oder richtig geöffnete Wände machen den Unterschied. Ja, ich würde am liebsten alle drei natürlich ankreuzen. Die Optionen gibt es nicht, das heißt, ich muss mich für eine entscheiden. Sagen wir eines reines Können, wobei ich eigentlich auch das hier gerne ankreuzen würde, weil gerade Wissen ist Macht, das ist tatsächlich so in Rainbow. Aber unterm Strich am Ende des Tages hilft das auch alles nichts, wenn man gegen Gegner spielt, die einfach besser sind, ne? Deswegen nehmen wir einfach mal das, machen die nächste Frage. Frage 2, bist du lieber ständig in Bewegung oder nimmst du dir Zeit, hältst die Stellung? Das ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Mir liegt beides. Dritte Frage, kommunizierst du für gewöhnlich mit deinen Teammitgliedern, wenn du online spielst? Das war witzigerweise auch so für uns, mal so eine kleine Anekdote nebenbei. Wir kommen hier ursprünglich von der Xbox, spielen jetzt seit einem guten halben Jahr auf dem PC. Und das war für uns ein riesen Unterschied oder eine riesen Umstellung, gerade im Rank, dass es gar nicht mehr
so diesen krassen Solo-Queue-Spieler gibt auf dem PC, wie wir es von der Xbox kennen, wo man, um zu kommunizieren, im Prinzip in die Party rein musste. Dieses Push-to-Talk hat auf der Xbox niemand benutzt gefühlt. Und dementsprechend war so unsere Wahrnehmung oder das, was wir auch schmerzhaft erfahren mussten im Rank, dass die Gegner sehr, sehr gut abgesprochen sind, weil sie eben durch Push-to-Talk oder auch, sei es der Ingame-Chat, und Kommunikation ist nun mal mit das Wichtigste in Rainbow Six. Ja, deswegen sollte man auch immer kommunizieren, sowieso spätestens dann im Rank. Und ich kreuze hier immer an. Letzte Frage. Fällt es dir in der Regel leicht, dich mit Karten und Spielmechaniken vertraut zu machen? Ja, das fällt mir ziemlich leicht. Ich brauche eine Weile. Es fällt mir aber nicht schwer. Nein, es fällt mir meistens schwer, ein Spiel zu lernen. Och, da würde ich mal hier so die gesunde Mitte nehmen. Und das wäre meine Auswertung. Erstmal zu Puls. Finde ich, vom Gadget her ist das ein sehr, 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 sehr geiler Operator. Was mich an Puls allerdings extrem stört, sind seine Waffen. Schrotflinte kann ich auch gleich mit Pistol spielen. Ich bin mit Schrotflinte der schlechteste Spieler, den es überhaupt nur gibt. Und Bandit, ja, ich glaube, Bandit spielt jeder gerne. Gibt es jemanden, der nicht gerne Bandit spielt? Ich glaube, diesen Mensch gibt es nicht in Rainbow Six. Also Bandit finde ich immer, das ist eine super Wahl. Die Entscheidung definitiv stehe ich zu 100% dahinter. Ich finde, das ist an sich, ist es ein super, 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 super cooles Tool. Kann zumindest schon mal so einen groben Ansatz geben. Ansonsten sollte man sich vielleicht sogar dann eher so ein bisschen auf dieses Filterwerkzeug hier konzentrieren. Und ja, ich denke, jeder kennt sich selber am besten und wird schon grob wissen, ob er eher derjenige ist, der hier auf Umherstreifen klickt oder ob er eher der Typ ist, der auf Sicherung und Anker klicken wird. Und ansonsten, ja, kann ich euch zusammengefasst nur empfehlen, versucht nicht nur mit einem Operator zu spielen, sondern versucht euch da auch ruhig ein bisschen breiter aufzustellen, dass ihr je nach Map und je natürlich auch vom Team, in dem ihr spielt, immer die Lücken zu füllen. Also, dass ihr euch per Operator an die Map anpassen könnt, dass ihr auch immer schon im Voraus überlegt, in welchem Raum könnten die Gegner jetzt sein. Okay, da brauchen wir das, 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 das. Sucht euch nicht nur ein oder zwei Operator aus, die ihr auf Krampf immer spielt, sondern seid da offen für auch andere Operator. Lernt die Maps kennen, lernt die Räume kennen und dann werdet ihr automatisch auch wissen, welche Operator benötigt werden. Das ist so eine kleine Weisheit vielleicht, so die Takeaway-Message von diesem Video. Ja, die Operator Wahl hängt auch immer ein bisschen so von den anderen Gegebenheiten ab. Wie gesagt, welche Map, was spielen eure Mates, was für ein Spieltyp sind eure Mates. Auch das ist nicht unwichtig bei diesem Ganzen. Sucht euch, wie gesagt, im besten Fall eine Handvoll von Operatoren, die ihr sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung gerne und gut spielt. Probiert euch da aus, checkt das ab. Der Link ist unter dem Video und ich denke, dann habt ihr schon wieder einen spürbaren Mehrwert für euer Gameplay. In diesem Sinne, lasst euch nicht unterkriegen und wenn doch, dann sagt es mit einem Ahoi. Ich bin der Captain. Bis bald.